Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Fitzmann mit dem Spiel Gnomoria. Ja, erstmal wieder auf Play drücken. Und mal gucken, ob diesmal die restlichen Tische noch fertig werden. Damit wir anfangen können, den Holzbereich nach unten zu verlagern. Sollte wohl passen, sind ja nur noch 3 Tische. Oh, die scheint schon ziemlich müde zu sein. Leider haben wir nichts. Leider haben wir nichts, was wir schlachten können. Da haben wir nichts. Dann machen wir mal ein bisschen schneller. Die anderen Sachen sind halt noch in der Warteschlange. Müssen wir ein bisschen abwarten. Aber wir haben ja Zeit, sonst hätte es ja nichts. Kriegt man den Boden da vielleicht auch noch anders gemacht? Dass man da was hinbauen kann. Was ist das eigentlich für Boden? Lehm. Vielleicht, ups, der Tag ist rum. Ja, und gleich wieder auf Play drücken. Sonst kann man ja ewig warten, bis hier überhaupt was fertig wird. Noch 2 Tische. Renew Floor. Machen wir das Ganze doch mal so. Schauen wir mal, das funktioniert. So, müssen wir aber gerade mal gucken. Ach so, man hätte da Replace Floor machen können. Interessant. Okay, fürs nächste Mal weiß ich Bescheid. Frage ist nur. Nee, nicht Workshop. Mensch. Terrain. Boden. Na, schauen wir mal, die da jetzt ganz normalen Boden hinsetzen und ob man den dann auch bepflanzen kann. Wäre ja super. Na komm, so lange kann das nicht dauern. So, versuchen wir das mal. Das Erdbeerfeld da ein bisschen weiter zu kriegen. Und zwar Farm. Ja. Das klappt. Heißt, dann kann man das da auch machen. Dann versuche ich das jetzt mal mit Remove Floor. Oder Replay. Quatsch. Replace. Soil. Und das hier überall. Haben wir den Lehm mal weg. Weil wer braucht schon Lehm? Zumindest im Moment brauchen wir keinen. Cool. Da kann man das jetzt auch so mitmachen. Das wäre ja klasse. Das wäre ja ein Burner. Da wächst auch schon Gras. Dann kann man ja da auch schon noch ein paar Bäume mehr hinsetzen, auch wenn es jetzt nur 2 Stück sind. Diese,
Die Zeit, die müssen wir uns nehmen. Okay, das ist da schon fertig. Das heißt, wir können, wenn da jetzt unten das fertig ist, ja, das ist auch schon fertig. Dann können wir jetzt den Holzbereich nach unten verschiffen. Das heißt, eigentlich nur die zwei Sachen. Das machen wir jetzt auch. Das ist einmal das und einmal das. So. So, die Karte erstmal wieder ein bisschen drehen. Und dann setzen wir den Plunder nach da. Build Workshop. Den Carpenter. So, wenn ich mal schön drehen. Machen wir dich nach da. Und die Sägemühle setzen wir nach da. Sehr, sehr gut. Ja, wunderbar, passt. Dann machen wir hier jetzt erstmal Lagerbereich für Holzstämme. Ne, hier. Und dafür Bretter. Designate Area, Stockpile. Hier machen wir Goods, Wood, Planks. Und hier machen wir Good, Wood, Logs. Können dann da auch, Momentchen, jetzt habe ich mir falsch verklickt. Falsch verklickt, Okay, Build, Storage, Crate, aus Pinienholz, so, da könnten wir natürlich jetzt auch diese drei, erstmal ein paar Kisten wegmachen, aber es mal so. Gleich nehmen die auch gleich nach unten. Oh, lecko mio. Da wird jetzt gut ausgebreitet. Hoffentlich war das kein Fehler. Okay, wir müssen da unten dann jetzt auch noch Kisten hinmachen für die Wollsachen. Ich hoffe mal, dass ich mich damit jetzt nicht so vertue. Das ist der Webrahmen. Dann machen wir da erstmal. Momentchen. Ne, machen wir nicht. Wir machen das dahin. Und da machen wir dann Close. Und zwar das hier. Jawohl. Und können dann da halt. Ja, so war das nicht gedacht. Da müssen wir erstmal noch ein paar Kisten hinsetzen. Sollten die doch auch die ganzen Baumwollsachen wieder da reinbauen. So schaffen wir zumindest ein bisschen Ordnung. Dann müssen wir hier eigentlich die... Weil die Fasern werden noch in Säcken aufbewahrt. Die kriegen wir jetzt zwar noch nicht hergestellt. Storage. Bag. Na, was hatten wir denn da? Stockpile. Goods. Clothes.
Survivor. So. Ja. Sollte passen. Dann muss ich jetzt hier erstmal das Holz wegmachen. Und so war es nicht gedacht. So. Dann sollten die jetzt eigentlich darüber rennen und den ganzen Kram nach unten packen. Weil wenn wir das Ganze nämlich so machen, haben wir hier oben ein bisschen mehr Platz, um uns dann auch mit den Feldern ausbreiten zu können. Sehr schön. Das machen die alles vollautomatisch. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Da können wir uns bald richtig schön einrichten. Guck mal, was das fluppt. Ja, herrlich. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ob wir hier in der Mitte noch einen Lagerbereich machen für die Sachen, die dann halt so an zwischen- oder fertigen Erzeugnissen hergestellt werden, dass man die da dann lagert, damit hier kein Bereich überläuft. Aber mir scheinen so viel Holz im Moment zu haben, dass sie das, oder? Ne, die sind jetzt vielleicht auch müde, ne? Müssen wir mal erstmal nach unten schauen. Da ist zumindest nichts drin. Was haben wir hier? Hä? Cotton Bandage, Coppers. Weil? Momentchen mal. Wieso ist das denn in den Kisten drin? Das sollte da gar nicht drin sein. Hm. Vielleicht muss man das rausräumen. Ja, gut, kommt Zeit, kommt Rat. Können die gleich auch wieder ein bisschen farmen lassen, beziehungsweise hier das Obst einsammeln. Weil der Winter ist ja nicht mehr so weit weg. Wäre vielleicht schon mal eine gute Maßnahme, das schon mal anzugehen. Nee, doch, Forage war doch richtig. Manchmal mache ich das aber auch extremst umständlich. Auch. Und dann nehmen wir hier die ganzen orangen Bäume noch mit. Hier haben wir ja auch noch welche. Genau. Haut das Lager voll. Kann nicht schaden. Ein bisschen im Auge behalten. Hätte die Kisten jetzt wieder anfangen überzulaufen. Wäre jetzt zwar nicht dramatisch. Aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Birken wachsen auch ganz gut. Und falls jetzt in diesem
Quartal nichts an Händlern auftaucht, dann liegt es tatsächlich daran, dass wir uns hier verbarrikadiert haben. Dann müssen wir wohl oder übel aufmachen, weil wir brauchen definitiv Knochen, um Nadeln herstellen zu können. Weil sonst geht es schlecht weiter. Aber da habe ich zumindest schon mal einen Plan in der Hinterhand. Und mache jetzt aber auch hier mal einen ganz kurzen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch was. Euer Fitzbahn. Ciao.